Willi Sagnol. Sagnol gegen Wörns. Beinschuss. Sagnol. Und Sagnol nochmal. Dann ist der Ball drin. Und zwar Pizarro hat ihn reingelenkt. Aber jetzt ging es hier richtig ab im Stadion. Jetzt waren sie alle sauer auf alle. Die Dortmunder bei Schiri Weiner. Was war denn nun los? Kehl kam hinzu. Nase an Nase mit dem Schiri. Sagnol mit ganz tollem Dribbling. Ganz geschickt macht er das. Aber dann im zweiten Versuch erst schießt er ihn rein mit Hilfe von Pizarro. Und dann schauen Sie mal auf Jens Lehmann. Der läuft jetzt Richtung Schiedsrichter. Will ihn angehen, will was machen, hat ihn aber nicht beleidigt. Der Kameramann schwenkt zwar weg, aber es war so, der Schiedsrichter gab Lehmann die gelbe Karte, war schon vorher verwarnt. Platzverweis, der dritte Bundesliga-Platzverweis für ihn. Bislang war Rekordhalter Oli Kahn, jetzt ist er eingestellt, der Rekord von Lehmann. Dortmund also jetzt in zweifacher Unterzahl, zog sein Trikot aus, denn die hatten schon dreimal gewechselt, die Dortmunder. Was für ein verrücktes Spiel. Der Koller musste jetzt zwischen dem Pfosten seinen Mann stehen. Und Oli Kahn, wie hat der das Ganze eigentlich erlebt? Er bejubelt das 2:1 wie die deutsche Meisterschaft. Dreht er sich nochmal um? Nach Wochen des Misserfolgs und dann sieht er den Lehmann zulaufen auf den Schiri. Gelb-rot für Lehmann und was macht der Kahn? Der fand es irgendwie klasse. Koller also jetzt im schmucken Lehmann-Trikot zwischen den Pfosten. In Orange. Lange machte keine schlechte Figur und Oli Kahn, der lief jetzt zu seinen Mitspielern als Motivator. Jungs, was ihr jetzt zu machen habt, ist Ruhe, Ruhe, mit Köpfchen müsst ihr spielen. Mit Kopf spielen, sagt er. Oli Kahn. Wieder ganz der Alte nach der Kritik der letzten Wochen. Und jetzt gibt es richtig was ganz Besonderes, liebe Zuschauer. Jetzt läuft er also zurück, beruhigt noch seine Mitspieler, zeigt nochmal, wie ruhig sie spielen sollen. Und jetzt achten Sie mal auf den Mund. Der lacht. Der freut sich richtig. Der Kahn, der freut sich. Der kann nicht mehr an sich halten. Der lacht richtig. Ja, habt ihr denn so den Oli Kahn in den letzten Wochen gesehen? Monaten. Das gibt's doch nicht. Der Kahn lacht sich eins ins Fäustchen nach dem Platzverweis von Lehmann. Das jedet nicht. Jetzt also die Bayern mit zwei Leuten mehr. Sagnol, der wurde jetzt richtig gut im zweiten Durchgang. Und erster Ball abgefangen von Koller. Aber dann zum Gegenspieler. Sofort wieder die Bayern. Und jetzt nochmal abgefangen. Jetzt macht das besser. Jetzt behält er den Ball. Keeper Koller im Lehmann-Trikot. Das war die 75. Minute, jetzt drei Minuten später. Die Bayern, werden sie gegen Koller ein Tor erzielen? Das muss doch eigentlich möglich sein. Damals Tana, der hat mal seinen Kasten sauber gehalten gegen Frankfurt, da haben die Bayern gewonnen. Und jetzt dieser Schuss gegens Aluminium von Lisa Razou. Die Außen wurden besser. Lisa Razou und Sagnol im zweiten Durchgang, die wurden wesentlich stärker. Jetzt noch das 2:2 erzielen mit zwei Spielern weniger. Das wäre es aus Sicht der Dortmunder. Rosicki zu Ricken. Abseitsfahne oben von Rafati, dem Schiedsrichterassistenten. Schwierig war es für ihn zu sehen. Es war eine hauchdünne Entscheidung. Für mich war es gleiche Höhe. Bayern wollte das 2:1 über die Linie retten, kam kaum noch zu Torchancen. Dann die 89. Minute. Linke, ein Eckball. Die waren nervös, die Bayern, trotz zwei Leuten Überzahl. Es gab noch mehr Eckball und was passiert? Jetzt kommt der Koller im Lehmann-Trikot nach vorne. Und Lehmann, der hat ja mal aus dem Spiel heraus ein Tor erzielt damals für Schalke gegen Dortmund. Das wäre jetzt ein dickes Ding, wenn der Koller jetzt einschweißen würde als Torwart mit seiner Glatze. Schauen wir mal. Und Koller kommt in den Ball. Kufu auch. Und dann ist Kahn da und begräbt den Ball. Will ihn gar nicht hergeben. Koller, Abmarsch, schnell zurück.
Noch ist ja nicht Schluss, noch haben die Dortmunder eine Chance. Aber jetzt mal die Bayern im Vorwärtsgang. Santa Cruz gegen Maduni. Pizarro, Santa Cruz. Da kommt Ballack und Koller. Super Parade. Ballack und Koller. Super Parade von Jan Koller. Und da grinst er sogar, trotz des Abpfiffs, liebe Zuschauer. 2:1 steckt der Rekordmeister, den Meister, nach einem turbulenten Spiel, das zunächst Dortmund dominierte, dann die Borussia aber aufgrund der Platzverweise nicht